You need a gun to get respect up on the street. Under the sun, the bastard son will pop the clock to feed himself and family. By any means, your enemies, my enemies, we wet them up like a canteen. Was geht hier auf dies? Ich bin Alko, oder was? Es ist wieder Dienstag und heute kommt der Freshberries. Yep, ihr seht richtig. Meine Softbox ist kaputt gegangen, endgültig. Die hat mir meine Steckdose einfach verbrannt. Aber egal, es geht jetzt um Freshberry von Adalia. 200 Gramm, 13,90. Kommen jetzt zur Verpackung, übliche Adalia-Verpackung, könnt ihr sehen. Was haltet ihr von dem Schnitt? Der wird euch eingeblendet. Mittelmäßig. Jetzt nicht gut, aber auch nicht schlecht, aber halt ziemlich viele kleine Äste. Also bei dem Schnitt, ne, da ist alles dabei, so von 1 bis 10. Da ist fein bis grob, aber das ist nichts Wahres. Ja, der, also für mich ist der Schnitt gar nichts. Der ist viel zu grob, voll wenig Mittel, viele kleine Äste. Also ich finde den Schnitt wirklich schlecht gemacht. Da haben die wieder so ein bisschen den Schnitt schlechter gemacht. Feuchtigkeit passt an sich eigentlich schon so weit. Scheint gut eingezogen zu sein. Was mir gerade einfällt, wir haben den Geruch vergessen. Das ist einfach hell. Also für mich, das hat schon so eine leichte Frische. Da schmeckt man eine. Schmeckt. Ja, vor allem schmeckt. Man riecht eine Himbeere raus. Etwas Frisches. Ich würde nicht sagen, Blaubeere kommt da so richtig raus, aber so eine leicht. Was ist los mit mir? So eine leicht süßliche Blaubeere. Gib mal dem Flo, du hast genug dran gemacht. Was meinst du? Ja, also, ich bin recht. Punkt. Hast du noch zugehört, dass er gesagt hat? Wiederholst du? Guck das Video. Riecht eine Himbeere? Himbeere riecht man schon ein bisschen raus, aber was ist da, Blaubeere? Ja. Jetzt Blaubeere ist nicht so. Also auf der Verpackung ist eine Himbeere, eine Blaubeere und eine Minze. Scheint aber nicht so, okay, das hat man jetzt voll gesehen. Ja. Scheint aber, die Minze kommt nicht so krass raus. Ist auf jeden Fall eine frische, aber ich würde nicht sagen eine Minze. So, das Produktionsdatum wird durch eingeblendet. Wie üblich bei Adalia ist ein Produktionsdatum dabei, was auch sehr gut ist. Und noch kurz zu erwähnen, Schnitt und Kopfbau haben die beiden aufgenommen. Der hat Kopfbau gemacht und der hat aufgenommen, also der Florian und Zahn. Wir sehen uns, wenn wir das Köpfchen angeguckt haben. Bis gleich! Kommen wir mal zum Setup. Wie üblich, immer in der Videobeschreibung. Standard Kaminaufsatz, Standard Kopf, Lazisa Arabesque, Mundstück von Devil Smoke und auch noch mit meiner zweiten Shisha. NPX, Scorpion, Cäsar-Mundstück und Bird Hunter Aufsatz und normaler Tonkopf und bei beiden Diffuser von KS. Und ja, noch zu erwähnen, Sang und ich, wir haben den Freshberry geraucht damals. Vor 2 Jahren, glaube ich, war das, oder? Sagen wir einfach, das war vor 2014 in Weihnachten so. Weil deine Eltern waren doch im Winter weg. Auf jeden Fall war der Tabak da noch rot. Da ist er jetzt braun und die neue Produktion, ihr wisst Bescheid. Und ja, kommen wir mal zu der Rauchentwicklung, Jungs. Also hier ist die Rauchentwicklung ganz gut, aber jetzt, der Rauch ist nicht so dicht, finde ich. Ja, also bin ich der gleichen Meinung und da kommt auch nicht so viel Rauch raus und so. Und ich finde einfach, das ist mehr so ein Durchschnitt, was Rauchentwicklung betrifft. Ich finde es weniger als Durchschnitt. Ja. Vielleicht weil du auch den falschen Aufsatz benutzt hast. Liegt vielleicht an dem Kopfbau. Nee, den kann man schon mit so einem, sagen wir mal, etwas unteren Durchschnitt, kann man den schon vergleichen. Und ja, jetzt kommen wir mal zum Wesentlichen, zum Geschmack. Also ich finde, der war früher auf jeden Fall deutlich intensiver. Der hat auf jeden Fall ziemlich nachgelassen. Eine gute Minznote schmeckt man da nicht raus. Das ist eigentlich wirklich nur eine Frische, so wie halt eben Freshberry halt steht. Halt eben so eine Frische halt. Es ist ziemlich schwierig, da die Himbeere rauszuschmecken. Das ist mehr so ein ausgeglichenes Zusammenspiel zwischen Himbeere und Blaubeere, was eigentlich mehr so eine süßliche Note ist. Bisschen schwierig zu definieren, weil das so seinen eigenen Geschmack hat. Aber zusammen kombiniert kann man das mit so einer frischen, bärigen, süßlichen Note vergleichen. Ja, was sagst du dazu, Flo? Ja, also Minze schmecke ich jetzt nicht wirklich raus. Also so gut wie gar nicht. Und ansonsten ist es halt so ein Mix aus Beeren. Himbeere vielleicht ganz leicht, aber Blaubeere jetzt eigentlich so gut wie gar nicht. Ich schmecke gar keine Blaubeere, auch keine Himbeere. Ich finde es
Das schmeckt einfach so, wie es riecht, mit dieser Frische. Fresh. Und ja, wie gesagt, Alkohol, der schmeckt nicht wie damals und... ja, das war's. Also bei mir ist es so, dass es zwischen 2 und 3 Sterne die jetzt die Bewertung ist, aber ich eher zu 3 Sternen tendieren würde, weil man den Tabak doch sehr gut rauchen kann und ja, also ich könnte mich jetzt nicht beschweren. So. Also ich würde den Tabak 3 Sterne geben, da er trotzdem seinen eigenen Geschmack hat und man ihn trotzdem mal kaufen kann ab und zu, auch wenn der Geschmack nicht mehr so ist wie damals, aber ist trotzdem so was hat, finde ich. Ich bin da ein bisschen anderer Meinung. Ich gebe nämlich dem Tabak 2 Sterne. Aus dem einfachen Grund, da er noch, also schon ziemlich stark nachgelassen hat von der Intensität wie vor der alten Produktion. Und, aber an sich schmeckt er schon gut. Aber das ist jetzt kein Tabak, wo ich sagen würde, ja, den musst du jetzt kaufen oder so. Den kannst du auf jeden Fall mal probieren. Ist mehr so eine Sache, ob man überhaupt darauf Bock hat, weil es nicht so intensiv schmeckt. Und deswegen würde ich den 2 Sterne geben. Also suchten würde ich den jetzt auch nicht. So für zwischendurch, denke ich, oder? Wenn man den vergleicht, Sang und ich, wir haben den Tabak geholt und nach 2 Tagen war der leer. Nach 2 Tagen. Fresh. Dankeschön Leute, dass ihr das Video angeschaut habt. Die Links von den beiden Jungs hier, von Flo und vom Sang, Instagram und sonst irgendetwas, findet ihr in der Videobeschreibung und checkt auf jeden Fall die Videos von der rechten Seite von uns aus. Ich glaube, ein Tabak-Review und ein Egg-Opening von Pokémon Go könnt ihr euch auf jeden Fall geben. Und ja, wir sehen uns dann kommenden Freitag, Leute. Bis, oh mein Gott, bis dann.